Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, hallo erstmal da draußen, hier ist die Shiro. Einige kennen mich vielleicht von Animex als Strich Sui Gets, also falls ihr mich da suchen wollt, bitte sehr. Ich werde heute mal meine drei besten Decks von meinen 7 Stück vorstellen, weil ich einfach mal ja, Lust zu habe. Hallo. So, also das ist mein Amazon-Deck. Ich spiele zweimal die amazonische Paladine da drin, einfach weil ich es kann. Sie ist so, da sie Punkte für andere amazonische Monster bekommt, ist sie halt in dem Amazonisch-Deck gar nicht so verkehrt. Man könnte sie auch dreimal spielen, aber zweimal finde ich reicht. Dann die amazonische Kämpferin. Der Effekt ist sehr nice. Sie kann angreifen und selbst wenn sie ein höheres Monster angreift, bekomme ich keinen Kampfschaden. Das ist gut mit einer Kombination, die ich später noch vorstellen werde. Ich spiele sie halt dreimal, weil es kann immer sein, dass die einmal zerstört wird oder so. Dann die amazonische Speerin, weil ist so. Weil ich einfach Karten auch brauchte und mit dem Effekt, ich zeige den einfach mal, könnt ihr selber lesen, wenn ihr Lust habt, weil ich habe die Effekte nicht wirklich im Kopf von dem Amazonisch-Deck, hab's lange nicht mehr gespielt. Dann habe ich die amazonische Weise drinne. Damit kriege ich Zauber- oder Fallenkarten, kann ich vom Gegner zerstören. Und war es eigentlich ganz nice. Habe ich auch dreimal drinne. Dann den blindenden Hauptmann. Eine nicht-amazonisch-Karte so gesehen. Die habe ich eigentlich nur drinne, um meine Kriegerdecks, die ganzen Amazonen, also Kriegerdecks, ja klar, meine Krieger, die ganzen Amazonen halt zu schützen, weil ist halt gut. Dann habe ich die amazonische Blasrohrkämpferin drinne, ist halt hübsch, zweimal. Ah, die Klappe da hinten. Ja, Blasrohrkämpferin. Ja, Kollegen nennen sie gerne die. Ja, Blasrohrkämpferin ist halt so ein bisschen zweideutig, aber egal. Dann habe ich die amazonische Kettenmeisterin. Ich glaube, irgendwie die Amazone sind irgendwie so leicht Bondage-like. Ich habe auch keine Ahnung warum, aber. Das sind Frauen, die ganz alleine sind. Das sind halt. Ja, mit der amazonischen Kettenmeisterin. Kann ich, wenn sie durch Kampf zerstört wird und auf den Friedhof gelegt wird, kann ich 1500 Life Points zahlen, um mir die Karten meines Gegners anzusehen und eine Zauberkarte davon zu wählen und meiner Hand hinzuzufügen. Ist eigentlich sehr nice. Amazonische Bogenschützin habe ich nur einmal drin, weil ich kann halt zwei Monster auf meiner Spielfeldseite als Tribut anbieten, um den Lifepoints meines Gegners 1200 Schaden zuzufügen. Ist halt zwar nice, aber ich mache es selten, weil ich sowieso meistens nie dazu komme. Dann habe ich die amazonische Königin. Da besagt halt, dass amazonische Monster, die ich kontrolliere, nicht durch Kampf zerstört werden können. Meine amazonische Tigerdame bekommt halt Punkte für jedes amazonische Monster und meine anderen amazonische Monster können nicht mehr angegriffen werden. Kriegerlady der Einöde, weil ist so, ist halt schöne, hat nicht so gute Stats, aber egal. Ich mag die Effekte halt irgendwie, auch wenn ich sie gerade nicht auf die Reihe kriege. Ich bin wirklich aufgeregt, das ist gerade echt ätzend. Amazonischer Lehrling. Das ist eigentlich auch eine ganz nice Karte. Das waren jetzt so die, So, bis weg. So, jetzt komme ich zu meinen Zauberkarten, weil Monster habe ich soweit, konnte nicht viel zu erzählen. Also, ich habe hier einmal den amazonischen Kampfgeist. Der ist so ähnlich wie, wie besagt hat, dass meine Monster bei Kampf während der Schadensberechnung Punkte dazu kriegen. Das ist halt wie für die Helden, die eine
Wolkenkratzerkarte, genau, da war es wieder. Ich habe gerade den Namen nicht hingekriegt. Dann das amazonische Erbstück, die brauche ich halt für die amazonische Kämpferin, weil das amazonische Erbstück besagt, dass das angegriffene Monster, was halt dann angegriffen wird, nach der Schadensberechnung zerstört wird und der Effekt von der amazonischen Kämpferin halt besagt, dass ich keinen Kampfschaden abkriege. Ist sehr nice, wenn der Gegner zum Beispiel einen Fünf-Götter-Drachen draußen hat und du greifst einfach mal an und ja, Monster dann zerstört und du selber hast deine noch. Das ist sehr nice. Weil Monster kann auch nicht zerstört werden, das eigene. Dann das amazonische Dorf, weil halt dreimal, weil es halt Punkte gibt. Dann Landform, erklärt sich durch das amazonische Dorf von selbst. Blitzklinge und Fusionsschwert Muras. Auf zu lachen, ich krieg die Krise. Murasama-Klinge, jetzt hab ich's. Die beiden benutze ich eigentlich am liebsten für die amazonische Paladinin, weil man die auch so schön hochpushen kann. Verstärkung für die Armee, klärt sich von selbst, wenn es ein amazonisch Kriegerdeck ist. Blitzeinschlag, eigentlich auch, genauso wie der lebendig heimkehrende Krieger. Verräterische Schwerter, die habe ich persönlich drin, weil ich öfter das Problem habe, dass ich einfach meine Monster nicht rauskriege und die Gegner mich ständig nerven mit ihren Angriffen. Mystischer Raumtyphon erklärt sich auch und schwarzes Loch, weil es so. Ist so, ist ein Pokémon, also stimmt's. Ist so. Ja, das waren jetzt die Zauberkarten. Jetzt komme ich zu meinen Fallenkarten. Nur als Info, das Deck, das ist noch, muss ich nochmal überarbeiten. Ich habe hier Schergen der Königin, wo ich jetzt nicht genau weiß, was sie sagt. Ich halte es erstmal kurz näher dran, könnt ihr euch dann selber durchlesen. Bitte sehr. Dramatische Rettung. Ich habe Karten drin, wo ich keine Ahnung habe, was die wirklich können. Deswegen halte ich einfach nur näher dran, könnt ihr selber durchlesen. Dann wisst ihr vielleicht, wieso ich es reingemacht habe, weil ich weiß es nicht mehr. Raigeki-Brecher, ja, weil, ist gut. Amazonische Willenskraft, damit kann ich ein amazonisches Monster vom Friedhof zurückholen. Ist so ähnlich wie, ich glaube, die habe ich auch hier drin. Ja, hier, ist so ähnlich wie Ruf der Gejagten. Nur halt für amazonisch Monster, Sakuretsu-Rüstung und Zwangsevakuierungsgerät. Gott, ich habe einen Sprachfehler. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Amazonischer Schamanismus, da habe ich auch wieder. Ich war eigentlich einfach nur wegen amazonisch. Und weil ich manchmal auch Karten abwerfen muss. Ich habe gerade echt keine Ahnung, was. Oh, das war dafür. Ja, könnt ihr lesen hier, bitte sehr. Ich komme da gerade nicht mehr drauf klar. Magischer Zylinder, Ruf der Gejagten, ist klar, warum. Amazonische Bogenschützin kann ich aktivieren, wenn mein Gegner angreift, solange ich amazonische Monster kontrolliere. Und alle Monster, die mein Gegner kontrolliert, werden in die offene Angriffsposition geändert. Flip-Effekte werden dabei nicht aktiviert und verlieren 500 ATK, solange sie offen auf dem Spielfeld liegen. Denn Gegner muss mit allen Monstern angreifen. Ist schön, wenn man seine Monster aufgepowert hat, aber meistens komme ich, wie gesagt, nicht dazu. Baboku, Spiegelkraft und reißender Tribut erklären sich wahrscheinlich auch von selbst. Das war jetzt so das Hauptdeck. Jetzt habe ich noch für mein Extra-Deck zwei Karten. Das ist einmal Utopia, ist wahrscheinlich klar warum, und Klingenrüstungs-Ninja, den ich eigentlich ursprünglich für Ninja-Deck hatte, aber das Ninja-Deck ist nicht so gut geworden. Und er ist noch original verpackt. Das ist das Schöne an der Karte. Ich mag das. Er wird auch nicht da rauskommen. Das sind auf jeden Fall meine zwei Exis. Kriegt man schnell raus, vor allem weil die amazonischen Monster überwiegend 4 Sterne haben. So, dann würde ich mal sagen, magischer Schnitt. Ich bin wieder da. Jetzt stelle ich mein Magier-Deck vor. Mach mal das Ding weiter runter. Also mein Magier-Deck. Das Magier-Deck wurde von Chico mit überarbeitet ein bisschen, weil ich das etwas zu voll geladen hatte. Wer ist Chico? Sky, wie auch immer ihr ihn kennt. Skyline, Entschuldigung, Chico, sorry. Chico ist mein Abonnenten, ihr seid mein Chico, mein Abonnenten. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich spiele halt in dem Deck 3 schwarze Magier, auf die versuche ich auch rauszuspielen. Ja, das ist ein schöner Holo. Ich habe einen Riss im Nagel. Ja, danke, raus.
Ja. Random! Ja, danke, jetzt kann ich gleich nochmal anfangen. Ich glaube. Nein, mach doch einfach weiter. Ja. Auf jeden Fall. Wow! Die Kamera hat gerade den Zoom verloren. Jetzt. Oh Mann. Auf jeden Fall, das sind meine drei schwarze Magier. Ich habe das Deck eigentlich auch darauf aufgebaut, dass ich die eigentlich relativ schnell rauskriegen kann, wenn mich meine Mitduellanten mal lassen würden dabei. Die machen da öfter mal Blödsinn. Dann habe ich den Magier des schwarzen Chaos. Das Ritual zeige ich später, weil... Ja, falls ich immer rauskriege, dass ich wenigstens ein bisschen was habe, deswegen und auch als Hilfe für das dunkle Magiermädchen, was als nächstes hier ist, was ich in zwei verschiedenen Versionen habe, weil irgendwie muss ich es ja hinkriegen, dass mein schwarzes Magiermädchen, falls das mit dem schwarzen Magier nicht klappt, dass das dann rauskommt und ich dann wenigstens etwas Kampfkraft hinkriege. Man kann es bis fast 7000 hochpushen, von daher gesehen ist das eigentlich eine gute Karte. Dann mein Marshmallow, den ich einfach nur genial finde, vor allem weil Flip-Effekt und 1000 Punkte Schaden beim Gegner. Das habe ich ihn auch zweimal drinne, ist eigentlich eine schöne Verteidigung, weil er ja auch nicht zerstört werden kann. Dann habe ich die Walküre des Magiers zweimal drinne, würde sie am liebsten noch ein drittes Mal haben, besitzt sie aber leider nur zweimal. Sie ist so wie der blindende Hauptmann bei den Kriegern, halt nur für Magier und sie ist einfach nur cool, weil Gegner kann dann keine Magie mehr angreifen, bis auf sie. Und wenn man sie zweimal draußen hat, Gegner A-Karte, würde ich mal eher sagen. Weil kommt dann nicht durch und ich kann angreifen, so viel ich will. Ist eigentlich besser als jede andere Verteidigung, finde ich. Dann erfahren den dunklen Magier, um halt den schwarzen Magier rauszukriegen. Was mir meistens auch nie wirklich großartig gelingt, weil er meistens auch immer vorher schon zerstört wird, aber irgendwie kriege ich es trotzdem immer hin. Dann das Magier, der Magier des Glaubens, einfach nur um Zauberkarten vom Friedhof wiederzukriegen. Ist eigentlich ganz gut, wenn man halt wichtige Zauberkarten braucht. Dann doppelter Kosten, der ist halt dafür da, um als Zweitribut für einen schwarzen Magier zu zählen. Das ist ein schöner Effekt, könnt ihr euch schon mal richtig hier. Also dass er als zwei Tribut für Tributbeschwörung eines Finsternismonsters benutzt werden kann. Ist gut beim schwarzen Magier und ist eigentlich cool. Der Trickreiche, den habe ich eigentlich einfach drinne, weil man ihn als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören kann, indem ich eine Karte abwerfe. Ist eigentlich, hat 2000 ATK, also ist überwiegend angriffskraftmäßig. Elfenzwillinge, so ein bisschen Angriffskraft und Schutz. Dann habe ich den dunklen Magier des Chaos drinne, einfach weil ich ihn gerne mag. Aber ja, ich habe hier, ja, ist zwar verboten, aber es ist sowieso eher ein Hobby-Deck, von daher gesehen. Kann halt als normal oder spezial beschworen werden. Ich kann eine Zauberkarte im Friedhof wählen und das gewählte Ziel meiner Hand hinzufügen und verbanne alle, die Monster, die durch Kampf mit dieser Karte zerstört werden. Falls diese offene Karte das Spielfeld verlassen würde, verbanne sie stattdessen. Also, Effekt an sich ist eigentlich ganz cool, hat auch schöne Angriffskraft, nur das Verbannen, das nervt mich ein bisschen. Brecher magischer Krieger, weil... wegen Zauberzählmarke ist es eigentlich gut, wenn man irgendwie eine Karte hat, womit man die Zauberzählmarken ändern kann. Ich frage mich gerade, warum ich die drin habe. Also eine Zauberkarte zerstört. Ja, zerstört nur eine Karte, stimmt. Dann habe ich Chaos beherrschenden Magier, weil ich den Effekt einer Monsterkarte, die eine Karte als Ziel bestimmt, annullieren kann und sie hat schöne Angriffskraft. Neomagischer Schwertkämpfer, einfach wegen 4 Sterne, Angriff. Rachsüchtiger alter Magier hat einen Flip-Effekt. Wähle Monster, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre das gewählte Ziel. Oh, ich zitter gerade. Es ist eigentlich schön, wenn man den Gegner, wenn man vom Gegner Monster loswerden will oder so. Dann der Wunderflipper, der wird halt, wenn er zerstört wird, auf der gegnerischen Seite gelegt, anstatt auf dem Friedhof. Ist ganz schön, wenn man ein Angriffsziel haben will, da das Viech nur 300 ATK hat. Und es kann, und ist halt sehr schön als Angriffsziel dann zu wählen. Das waren jetzt die Monsterkarten.
Schöne Karten. Dann komme ich jetzt zu den Zauberkarten. Da habe ich das schwarzmagische Ritual, wie ich ja schon erwähnt habe, für meinen Chaosmagier. Dann die magische Formel, damit kann ich nur einen dunklen Magier oder ein Magiermädchen ausrüsten. Es erhält 300 ATK und wenn diese Karte vom Spiel vom Friedhof gelegt wird, erhalte ich 1000 Life Points. Also es ist eine schöne Karte, um auch Life Points wiederzukriegen. Schwarzes Loch erklärt sich, glaube ich, von selbst. Schwarzer Anhänger gibt halt schön ATK dazu. Magieartige Dimension, ich habe schon wieder den Effekt davon vergessen. Während des Spielens kriege ich es irgendwie immer hin, so kriege ich es irgendwie nicht hin, keine Ahnung warum. Wenn ich einen Typ Hexer Spezial beschwöre, ein Monster vom Typ Hexer Spezial beschwören von deiner Hand, dann kannst du ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Also ist schön mit zerstören und eigenes Monster rauskriegen. Verräterische Schwerter, wie ich schon erwähnt habe, ich brauche öfter mal Verteidigung, weil ich sonst nicht hinkriege. Antike Regeln ist halt für den schwarzen Magier ganz gut, um ihn zu beschwören. 1000 Messer kann nur mit dem dunklen Magier benutzt werden. Ich habe irgendwie was Probleme. Und ich kann ein Monster, das mein Gegner kontrollieren, auswählen und zerstören. Mystischer Raumtaifun erklärt sich, glaube ich. Angriff mit dunkler Magie, da kann ich alle Zauber und Fallengarten meines Gegners zerstören. Kraft der Magie ist auch schön, um die Magier hoch zu pushen, was Angriffskraft angeht. Törichtes Begräbnis, ich kann eine Monsterkarte von meinem Deck auf den Friedhof legen. Ist schön, wenn ich versuche, das schwarze Magiermädchen rauszukriegen und sie dann aufpushen will mit dem schwarzen Magier. Vereinigte Magie ist halt schön, um die Magier dann 3000 ATK kriegen zu lassen. Das sind meine Zauberkarten. Ach Gott, oh Gott. Dann habe ich noch meine Fallenkarten, sind auch nicht mehr so viele. Da habe ich einmal Angriff annullieren. Erklärt sich, glaube ich. Magische Zylinder genauso. Ruf der Gejagten halt. Schwerelosigkeit ist halt schön, um die Kampfposition aller Monster auf dem Spielfeld zu verändern. Leider auch die eigenen, aber das macht dann nicht so viel. Hauptsache, der Gegner kann ich wirklich angreifen. Ist schön als Falle, wenn der Gegner angreifen will auch. Fallgrube habe ich jetzt drinne, weil ist so. Staubtornado klärt sich, glaube ich, steigende Energie genauso. Glaube ich. Faszinierender Kreis, magische Störung und halt Babuko. Das sind so meine Fallenkarten, die ich besitze. Und das war jetzt mein zweites Deck, mein Magier-Deck. Und es baut halt überwiegend darauf auf, den schwarzen Magier rauszukriegen. Jetzt komme ich zu meinem relativ besten Deck. Das ist mein Eisbarriere-Deck. Es hat mich ziemlich Mühe gekostet, das irgendwie zusammenzustellen, weil ich da mir wirklich kaum helfen lassen habe. Weil ich auch mein Deck wirklich alleine erstellen wollte. Ich habe da drinnen den Heiligen Geist der Eisbarriere. Ist halt ein Spirit-Monster. Und wenn ich andere Eisbarriere-Monster kontrolliere, kann ich Monster vom Gegner zurück auf die Hand schicken. Ist schön, wenn er ein starkes Monster draußen hat, wofür er opfern müsste. Und wenn ich jetzt allerdings keine Eisbarriere-Monster habe, würde mir der Heilige Geist zurück auf die Hand geschickt werden. Aber ist mir eigentlich relativ Hauptsache, ich schaffe das irgendwie. Ich spiele es meistens sowieso so, dass ich erst ein anderes Eisbarriere-Monster spiele und dann ihn. Eisbarriere basieren auch darauf, eigentlich den Gegner lahm zu legen. Dann habe ich hier den Stratege der Eisbarriere, wo ich einmal pro Spielzug ein Eisbarriere-Monster von meiner Hand auf den Friedhof legen kann, um eine Karte zu ziehen. Ist schön, wenn man ganz schnell eine Karte rauskriegen will. Die Geomantikerin der Eisbarriere, da kann ich eine Karte abwerfen und eine Eigenschaft nennen. Und diese Karte kann dann nicht mehr von einem Monster mit der genannten Eigenschaft angegriffen werden. Das geht allerdings auch nur einmal, da kann nur einmal benutzt werden, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt. Also ich kann nicht in der nächsten Runde dann einfach das nochmal machen, nur weil ich merke, scheiße, da hat eine andere Monsterkarte da. Was ist eine Eigenschaft? Das ist auch immer das, was ich immer wieder frage, aber
Das ist das Element oben. Das ist schön, wenn der Gegner dann so Lichtdeck oder Finsternisdeck spielt. Und ich sag dann einfach mal so Finsternis, weil dann kann er sie nicht mehr angreifen mit der genannten Eigenschaft, also dem Element, wie ich immer so schön sage. Ah. Dann habe ich den Hexenmeister der Eisbarriere drinne. Solange ich andere Eisbarriere-Monster kontrolliere, müssen Zauberkarten erst gesetzt werden, also verdeckt gelegt werden, bevor man sie dann aktivieren kann. Und das geht dann auch erst in der nächsten Runde. Das ist sehr schön. Oh, blödes Schiss. Wir drehen Video, Schnauze! Ja, das ist ein bisschen Krach, nicht wundern. Ja, der Hexenmeister ist schön, um dann Zauberkarten, um dafür zu sorgen, dass der Gegner nicht so schnell Zauberkarten ausspielen kann. Ist zwar für einen selber auch ein bisschen doof, aber naja. Dann den Prior der Eisbarriere. Während des Games weiß ich immer, was der macht, aber hier so kriege ich es nicht hin. Auf jeden Fall hat auch einen Effekt, der nur funktioniert, wenn andere Eisbarrieremonster draußen sind. Ich zeig's mir nochmal hier, ja. Könnt ihr euch dann nochmal durchlesen. Blizzard, Verteidiger der Eisbarriere. Wenn er durchs Kampf zerstört wird, kann ich eine Karte ziehen. Das ist schön um... Ja, das sieht auch schön aus. Das ist auch Holo. Ja, der ist halt schön, um Karten auf die Hand zu kriegen, wenn man auf eine bestimmte Karte wartet. Stoßtruppen der Eisbarriere. Ich kann die Karte als Tribut anbieten, um ein offenes Wassermonster auf dem Spielfeld zu wählen, es zu zerstören und meiner Hand ein Eisbarrieremonster von meinem Deck hinzuzufügen. Da das Deck überwiegend auf Wasser basiert, ist das eigentlich eine sehr nützliche Karte, wenn man ganz dringend ein bestimmtes Eisbarrieremonster rauskriegen will. Karawane der Eisbarriere. Ich kann einmal pro Spielzug 2 Eisbarrieremonster von meinem Friedhof wählen und die gewählten Monster zurück ins Deck mischen und dann kann jeder Spieler eine Karte ziehen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Pilgerer der Eisbarriere, das ist eine schöne Verteidigung, weil er von Monstern mit 1100 oder höher nicht zerstört werden kann. Spielt man auch am besten in Verteidigung. Ist halt auch schön in Kombination, wenn man den Verteidiger der Eisbarriere draußen hat, der dafür sorgt, dass der Gegner mit 1600 oder höher nicht mehr angreifen kann, weil Verteidigungspunkte müssen, also wenn Monster dieselbe Verteidigungspunktezahl haben wie er oder halt höher, können sie nicht mehr angreifen durch ihn. Und das ist auch schön, wenn man ihn in Verteidigung hat. Dann habe ich die Zauberbrecherin der Eisbarriere, wo ich auch schon wieder voll vergessen habe, was die kann. Also wenn ich ein Eisbarrieremonster von meiner Hand auf den Friedhof lege, können bis zur Endphase meines nächsten Zuges keine Zauberkarten mehr aktiviert werden. Was allerdings nur gilt, solange sie offen auf dem Spielfeld liegt. Der Samurai der Eisbarriere, wenn diese Karte in offene Angriffsposition in die offene Verteidigungsposition geändert wird, zerstöre diese Karte und falls du dies tust, ziehe eine Karte. Ist eigentlich überwiegend auch nur dazu, um Karten auf die Hand zu kriegen. Frostmagier der Eisbarriere ist wie Schwerkraftbindung, weil Monster der Stufe 4 und höher nicht mehr angreifen können. Ist schön, wenn man ganz schnell eine Verteidigung braucht. Geheimwache der Eisbarriere sorgt dafür, dass Effekte von Effektmonstern des Gegners nicht mehr auf meine Eisbarrieremonster draufgehen können, solange ich andere Eisbarrieremonster draußen habe. General Grunat der Eisbarriere ist eigentlich auch eine schöne. Ich kann zusätzlich zu meiner Normalbeschwörung oder meinem normalen Setzen einen Eisbarrieremonster als Normalbeschwörung beschwören. Das geht nur einmal pro Spielzug, aber dadurch kriege ich schnell Monster raus. Allerdings muss ich dafür auch erstmal Monster opfern, um ihn rauszubekommen. General Kantala, das ist einer meiner Lieblingskarten, weil ich dadurch von meinem Friedhof Eisbarrieremonster zurückholen kann. Ist halt auch, muss ich auch erst für opfern, aber die geopferten Monster kriegt man dann schnell zurück. Der königliche Ritter der Eisbarriere, der sorgt einfach dafür, dass der Gegner sein Feld nicht mehr wirklich benutzen kann, sein Monsterfeld, weil er dann eine Spielmarke auf seine
auf sein Feld kriegt in Angriffspositionen, das kann er nicht für Tribute benutzen. Also ist eigentlich schön, um den Gegner ein bisschen lahmzulegen. Das ist der Dai Socho of the Icebear, habe ich leider nur in Englisch. Ich habe das Einzige, was ich bis jetzt rausgekriegt habe, wenn ich das Englisch richtig übersetze, ist, dass offene Eisbärenmonster, die ich kontrolliere, nicht mehr zerstört werden können durch Zauber- oder Falleneffekte. Und wenn ich ihn halt offen spiele, dann switcht er automatisch in die Defense-Position. Also 2200 Verteidigung ist eigentlich eine schöne Verteidigung. Also auch um meine Monster nicht mehr zerstören zu lassen. General Harihoda Eisbärenmonster, wenn ein Effekt aufgelöst wird durch ein Effektmonster, muss der Gegner eine Karte abwerfen. Und falls er dies nicht tut, wird der Effekt annulliert. Also er muss eine Karte abwerfen, damit sein Effekt funktioniert. Ist sehr schön, wenn der Gegner auch auf Effekte aufbaut. Und der Weiße Nachtdrache einfach wegen Angriff. Und weil ich dadurch die Zauberkarten, die zielen auf ihn oder halt Fallenkarten, annullieren und zerstören kann, ohne dass irgendwas passiert. Es ist halt der Weiße Nachtdrache, ist halt so meine Notfallreserve, sage ich auch immer schön. Das war meine Monster. Jetzt komme ich zu meinen Zauberkarten, was auch nicht mehr so viel ist. Da habe ich einmal Wasserdruckkanone, womit ich nur ein Wassermonster ausrüsten kann, der Stufe 3 oder niedriger. Und falls dieser Monster meines Gegners durch Kampf zerstört, kann ich eine zufällige Karte in der Hand meines Gegners auf den Friedhof legen. Ist eigentlich sehr schön, wenn man weiß, dass der Gegner eigentlich nur schwache Karten hat. Blitzeinschlag erklärt sich. Reparieren, damit kann ich Monster mit 1500 oder weniger Punkte von meinem Friedhof zurückholen, also Wassermonster. Lemuria, die vergessene Stadt, wird als Umi behandelt und alle meine Wassermonster erhalten 200 ATK und Defense. Und einmal pro Spielzug während meiner Main Phase kann ich alle Wassermonster, die ich derzeit kontrolliere, bis zur Endphase Stufe in Höhe der Anzahl der Wassermonster, die ich derzeit kontrolliere, erhalten lassen. Das ist schön, wenn man eine Exis-Beschwörung machen möchte. Mausoleum des Kaisers, ich frage mich gerade, wieso ich die eigentlich drinne habe. Die kann ich eigentlich rausmachen. Ist halt nur schön, wenn man den weißen Nachtdrachen rauskriegen will, weil man dann Lebenspunkte dafür zahlen kann, dass man anstatt Monster zu opfern. Tiefseekram aus einer anderen Dimension, da verbanne ich ein Wassermonster entweder von meiner Hand, meinem Friedhof oder vom Feld und wenn die Karte zerstört wird, kriege ich es wieder. Ein legendärer Ozean reduziert halt die Stufe meiner Wassermonster, wird auch als Umi gezählt und meine Wassermonster bekommen halt 200 Punkte ATK dazu. Mit der Jorde Eisbarriere sagt einfach, dass ich mir ein Eisbarriere-Monster aus dem Deck auf meine Hand nehmen kann. Das waren meine Zauberkarten. Jetzt komme ich zu meinen Fallen, was auch nicht mehr so viel ist. Verteidigungsziehen ist halt für Verteidigung, magische Störung klärt sich. Ruf der Gejagten, Entkräftigungsschild spiele ich halt zweimal, aber ist halt gut für Lebenspunkte. Vergessener Tempel der Tiefe ist eigentlich eine schöne Fallenkarte. Die kann nur aktiviert werden, wenn Umi draußen liegt. Und ich muss gerade nochmal genauer nachlesen. Einmal, wo ich spiele, wird als Umi behandelt, Entschuldigung. Ich habe mich eben falsch ausgedrückt. Wenn diese Karte auf dem Spielfeld liegt, wird der Name dieser Karte als Umi behandelt. Einmal pro Spielzug kann ich ein offenes Monster von Typ Fisch, Seeschlange oder Aqua der Stufe 4 oder niedriger, das ich kontrollieren, wählen und aus dem Spiel entfernen. Dieser Effekt kann während des Spielzeugs eines beliebigen Spielers aktiviert werden. Beschwöre es während deiner Endphase als Spezialbeschwörung. Also es ist eigentlich gut, um Monster schnell rauszukriegen oder so. Keine Ahnung genau, warum ich es drin habe, aber es ist halt cool. Kreislauf des Wasserspiegels, einfach wegen Wassermonster. Tornado-Wand, das war die, die nur gespielt werden kann, wenn Umi draußen liegt. Und die besagt dann, dass ich keinen Schaden mehr abbekomme, also an meine Lifepoints. Und dann habe ich halt noch Staubtornado. Das waren meine Fallenkarten, das ist eigentlich schon ein schönes Deck.
Da habe ich da noch ein paar Synchros, wobei die ersten zwei Synchromonster, einmal Polonak, Drache der Eisbarriere und Grunat, Drache der Eisbarriere, eigentlich verboten sind. Deswegen spiele ich sie im normalen, also wenn ich offiziell Duell mache, würde ich sie nicht mal spielen, aber in meinen Hobbyturnier, also Hobbyspielen mache ich es halt. Und Gaia, Ritter, die Kraft der Erde, Rotran, Erdunterwäldler, Sternstabdrache, Schwarzer Rosendrache und Schwarzgeflügelter Drache sind einfach nur so Notfallkarten für Synchro, da ich meistens Synchro nicht wirklich hinkriege, aber es sind halt Notfallkarten, falls ich wirklich welche brauche. Das waren so meine Decks und ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich über Kommentare drüber freuen. Ich werde auch schauen, dass ich da Infos zu lese, also dass ich mir die Kommentare durchlese und danke. Man merkt, ich bin aufgeregt wie sonst was. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Nein! Hast du das gemerkt? Was denn? Dass sie aufgeregt ist. Sie war aufgeregt?